So, schauen wir mal. Okay. Keine Gasmaske. Hier liegt die Karte. Da ist Taschenlampe auch unter den Tisch. Ja. Geht ihr direkt. Was nimmt die Karte ein? Jetzt direkt nach Taschenlampe unterm Tisch. Warte, Timbo. Ja. Nimm die ein, ne? Ja. Ja, die nimmt ein. Links ist Bunker, links. Genau. Sauber. Da ist der Koffer bei Dolores. Ja. Warte. Willst du was zu essen? Mal rein. Sauber. Ja, Koffer nimmt 3. Scheiße. Dann, ja, nur mal das. Radio erstmal. Ja, sauber, wichtig. Da ist das Schloss auch noch im Schrank. Oh, die Knifte, ja. Die Knifte ist bei Dolores im Zimmer. Ja. Die nimmt 2. Ja, die nimmt die und hat am besten das Schloss noch. Wo ist das? Anderes Zimmer, gegenüber. Nein, oh, Axt geht auch. Auch sehr gut, auch sehr gut. Medkit brauchen wir noch schnell. Und am besten noch ein bisschen Wasser. Ja. Medkit? Buch? Aber, oh, Buch und noch eine Wasserflasche. Und noch ein Wasser. Oder Schloss. Schloss. Oh, das kann ich nicht. Das. Ja, okay, oh. Hat gereicht. Boah. Aber wir haben kein Wasser. Das ist scheiße. Ah, das ist scheiße. Gucken wir mal. Kannst du die Discord-Übertragung für mich lauter machen? Nee, die kannst du lauter machen. Ah, ich hab dich schon auf Anschlag. Gut, aber... Ja gut, ein Wasser. Das Wasser ist scheiße, aber wir haben das Buch, wir haben das Radio, Taschenlampe, Axt, Karte, Medkit. War schon unten zum Glück, ja. Sauber. Okay. Lifte, Brettspiel, Munition, ja, Wasser ist scheiße. Okay, gucken wir mal. Genau, Medkit... Ah ne, Medkit habe ich sogar mitgenommen. Wieso das denn? Nur Munition? Hab ich das eingesammelt? Hab ich gleich dran erinnert. Ach doch, natürlich. Ach doch, mit der Dings, ja, mit dem Buch. Die Gasmaske schon wieder vergessen. Ah, scheiße. Nein. Oh, ich hab die nirgendwo gesehen. Dann, ich hab's auch nicht gesehen. Aber dann schick mal einen raus, einfach. Wir haben das Medkit noch. Okay. Oh. Okay, macht euch bereit für die erste Entscheidung gleich. Okay, hier ist ja noch alles safe, ja. Ja, ist die Frage, wollen wir gleich einen rausschicken wegen Wasser? Ja, müssen wir eigentlich, weil er wird so oder so krank. Würde ich auch sagen, ne? Kommt ja dann krank zurück, aber... Genau, ich meine, er wird so oder so krank und dann haben wir wenigstens eine Chance auf Water. Ja. Am meisten sammelt wohl Timmy. Den würden wir rausschicken, es sei denn jemand oder alle anderen sagen, nee, nicht Timmy. Ich bin für Timbo. Kati, jetzt musst du auf jeden Fall auch nochmal gucken, für den Fall, dass man was übersieht oder so. Wenn er noch da ist, das weiß ich nicht, ob er da ist. Ja, der ist noch da, bestimmt. Okay, also wollen wir gleich... Hier ist ja noch ich direkt Timbo. Also ich wäre für Timbo. Chat, was sagt ihr? So, heute ist ein guter Tag, um nach draußen zu gehen. Und so weiter. Fahren wir nicht, ne? Nee. Arik ist wieder da. Also ich würde ja Timbo rausschicken, wie gesagt, ja. Mit was? Koffer haben wir nicht, ja. Asgard sagt genau dasselbe wie Icke. Ohne alles? Timbo. Ohne alles? Ich wäre für ohne alles. Komplett Vanilla raus. Ja, dann machen wir das, oder? Jo, ja, ich habe jetzt keine Einwände oder so gelesen. Ja, Timbo auch von Aaron. Ja. Timmy sind ins Ödland aufgebrochen. Jetzt brauchen die aber auch trinken, ne? Ja, und jetzt wird's schon eklig. Ja. Nein, oh, Goldie, es ist doch eine Frechheit. Wir wollten schon immer eine Reise zu den Niagara-Fällen machen. Wer hätte gedacht, dass wir mal unseren ganz persönlichen Wasserfall hier in unserem Bunker bekommen würden? Anscheinend ist ein halbes Dutzend Rohre geplatzt und das ganze Wasser fließt jetzt direkt hier rein. Was wollen wir retten? Radio. Das ist doch schon wieder GG alles. Ich wäre fürs Radio, aber... Ja. Wäre ich auch. Oder wollt ihr die Karte lieber haben? Also ich wäre fürs Radio, weil dann können wir die Storyline mit Militär aufrechterhalten. Wir brauchen ein paar Mal das Radio, um mit denen in Kontakt zu treten und um auch zu wissen, was draußen abgeht. Ja. Die Karte können wir mit Glück natürlich übers Looten bekommen, aber als allererstes brauchen wir das Radio. Aaron Asgard sagen auch Radio retten, ja. Die Karte brauchen wir, wie gesagt, auch nochmal, aber es kann sein, dass die irgendeiner beim Sammeln oder so, ne? Ja. Und als ersten Step brauchen wir das Radio, also. Vor allem, wer rettet denn das Kartenspiel? Ach. Trinkwasser ohne Ende, sagt Basti. Ja, eigentlich ja, ne? Müsste man ja wirklich sagen, ne? Aber. Eigentlich ja. So, die Karte ist weg. Was zum Teufel sind das für Geräusche? Kommen sie aus den gottverdammten Wänden? Sie machen uns wahnsinnig. Kriecht etwas durch die Lüftung?
Ganz ruhig, tief durchatmen. Wir sollten uns wahrscheinlich beruhigen, bevor wir noch anfangen, sie einzureißen. Vielleicht sollten wir erst eine Weile mit etwas Entspannung probieren. Jo, ja, dann nehmen wir das Spielbrett und spielen, ne? Das drehen sie ja durch. Bevor die noch durchdrehen. Ja. Lass sie ein bisschen mit dem Brettspiel rumballern. Ich hoffe, Timbo bringt was damit. Timbo wirklich muss liefern. Sonst ist es gleich GG. Ja. Der Mülleimer wird immer widerlicher. Wenigstens vergeht uns bei seinem Anblick der Appetit. Also sparen wir etwas Essen. Aber wir würden schon ganz gerne bereinigen. Wir würden das schon ganz gerne bereinigen. Diese riesigen grünen Kakerlaken sind eine gute Motivation. Ja, wollen wir sie gleich töten, oder Männer? Oder wollen wir die Kakerlaken erstmal da lassen und in der Hoffnung, dass sie uns dann doch nochmal was vorbeibringen? Aber wir haben die Mundharmonika nicht, ne? Ja, also ich würde die Kakerlaken töten. Dann müssen wir sie auch töten. Weil bringt uns nichts. Nee, ohne Mundharmonika bringt es uns nichts. Dann machen wir das, ne? Da wird ja keiner was gegen haben. Klatscht die um die Viecher. Oh, oh, oh. Das sind sehr, sehr schlechte Voraussetzungen. Ja, das ist schon negativ gescriptet, das Ding hier. Soll ich jetzt mal Prost, ne? Ja, Prost. Was gibt's denn? Ein Augustiner. Sauber. Schönes Helles. Olli sagt, versucht Mary Jane zu mutieren. Ja, wenn's kommt, ne? Wenn's mit den Spinnen kommt, auf jeden Fall. Timbo ist wieder da. Zwei Wasser. Zwei Wasser. Aber er hat Suppe geliefert schon mal. Ja. Aber er ist krank. Zwei Wasser, eine Suppe. So. Und das Kartenspiel. Wollen wir ihn jetzt direkt kitten und nochmal rausschicken? Das ist die Frage. Da müsste der Chat entscheiden. Wollen wir den direkt kitten? Also, wir haben noch Wasser, um es ein bisschen zu ziehen. Theoretisch. Aber, ja, ich weiß nicht. Ja, zwei sagen ja, Aaron sagt nein, nicht kitten. Also ja, kitten, ne, wahrscheinlich. Hm. Was sagst du denn, Cyrus? Ich glaube, ich würde ne direkt kitten. Du würdest ihn schicken und kitten? Ja, Asgard sagt auch ja, ja, ja. Ja, also ja, dann kitten wir, ne, glaube ich, ja. Würde ich, glaube ich, auch machen. Aber jetzt darf er noch nicht, denn übernächstes Mal darf er. Jetzt könnten wir theoretisch Mary Jane rausschicken. Hier steht sogar, das Ödland ist keine Herausforderung für Mary Jane. Das hört sich doch gut an. Dann schickt die Dicke, ja, der macht das so. Ja, machen wir. Jetzt kommt das Telefongespräch. Wir hatten gedacht, Telefongespräche würden der Vergangenheit angehören, nachdem unser Städtchen von der Atombombe ausgelöscht wurde. Aber eine Telefonzelle in unserer Straße hat den Einschlag wohl überstanden und jetzt klingelt sie. Wir sollten jemanden hinschicken, um ranzugehen. Ja, das ist die Storyline mit dem Dorf aus Hidden Valley. Ja, wie Hill immer. Was irgendwie nie weitergeht, ne? Nee, also ich würde es nicht nehmen. Ich bin ehrlich, ich würde sagen, wir gehen aufs Militär. Also dadurch, dass das allerdings dann noch ein paar Mal kommt, würde ich es einfach nehmen, damit es weg ist. Aber sonst dann kommt was anderes. Vielleicht, aber das hier kommt, wenn du es ablehnst, mindestens noch zwei, drei Mal. Na gut, dann schick halt, ist egal, wie du rausschickst. Ja, schick Tempo. Egal. Ich schick die Mutter raus. Oder sie. Ist ja egal, die kommen ja eh zurück. Naja. Gut, dann werde ich mir aber auch erstmal ein Getränk holen. So schnell geht das. Jetzt müssten sie alle schon Hunger haben bald, ne? Dehydrierung. Also trinken müssen sie alle. Hunger hatte keiner außer Timbo, ne? Ja. Mhm. Die brauchen Trinken. So. Genug herumgesessen, es ist Zeit rauszugehen. Also, Mary Jane ohne alles, ne? Ohne alles. Ich wäre für Vanilla. Würde ich auch sagen. Ich glaube, da hat keiner was gegen, ne? Ich sag mal Prost. Prost. Okay. So, hoffentlich liefert die noch mal ein bisschen Wasser. Ja. Wasser und eine Karte, das wäre geil. Hunger, okay. Hunger. Tim muss trinken. Er ist nicht im Rhythmus, ja. Oh. Wir besitzen ein funktionierendes Radio. Warum nutzen wir es nicht? Vielleicht bekommen wir ja sogar eine Übertragung rein. Dann machen wir das. Auf jeden Fall, das wollten wir doch. Oh, Goldi hast Lucien nicht begrüßt. Aber da war er bestimmt gerade mit seinem Hund unterwegs. Das kann gut sein, aber dann hole ich's nach. Moin, Lucien. Moin, Lucien. Achso, Moment, wir müssen ja lesen. Wir schafften es, die richtige Frequenz zu treffen und das Rauschen so sehr zu unterdrücken, dass wir einen sehr energiegeladenen und lebhaften Sprecher hören konnten. Er schien gut informiert sein und hatte hilfreiche Tipps, die Überlebenschancen bei der nächsten Expedition erhöhen sollten. Ja, okay. Was bringt das? Naja, das, ich könnte mir vorstellen, dass sie jetzt einfach die prozentuale Chance für besseren Loot hochgeschraubt haben. Ist dann der Nächste dann wahrscheinlich, den wir rausschicken, ne? Ja, ich glaube, ja, das gilt jetzt, glaube ich, nicht für die. Ja.
Den richtigen Zeitpunkt, um durchs radioaktiv verstrahlte Ödland zu wandern, gibt es eigentlich nicht. Aber in dieser neuen Welt, in der wir leben, wird sich das wohl nicht vermeiden lassen. Wir dachten uns, wir sollten das lieber heute als morgen angehen und hatten einen Trip nach draußen geplant. Doch kaum zwei Schritte aus der Tür knurrt uns ein unbekanntes Wesen aus der Dunkelheit an. Uns blieben nur wenige Sekunden, um zu handeln. So, ihr wisst ja, was passiert? Ah, Pancake ist da. Willst du eine haben oder willst du nicht haben? Ja, das ist die Frage. Ich würde sagen, das erstmal in den Chat entscheiden. Ja. Hund töten oder behalten? Genau, das ist der Hund, den wir dann eventuell kriegen können. Oder beziehungsweise dann irgendwann der bei uns ist. Oder wir knallen ab. Der Nachteil ist, Jungs, ihr müsst wissen, der Hund, der braucht immer Dosenfutter. Also der frisst uns Dosen weg. Wir müssen dann 5 durchfüttern. Ah, töten. Aaron und Askat sind für behalten. Aras sagt töten. Olli will den Hund auch haben. Olli will den Hund auch haben. Ist auch tierlieb. Eigentlich für abknallen, weil er bringt uns keinen praktischen Nutzen erstmal. Er frisst uns nur die Dosen weg. Doch, ist eine Storyline, ne? Ja, aber... Und er bringt uns manchmal auch Dosensuppen nach Hause. Übrigens. Der findet immer irgendwann mal was. Bitte immer nur einmal reinschreiben, sonst kommen wir ein bisschen durcheinander, reicht Jungs. Reicht Aras einmal. Haben wir gelesen. Aber die sagen alle, wenn du für töten bist, ich sage behalten, dann ist behalten auf jeden Fall in der Mehrzahl. Ja, behalten ist auch in der Mehrzahl. Ich sage, der bringt uns raus. Sagst du? Ja. Dann behalt den feinen Burschen, dann leuchte ihn an mit der Lampe. Ich habe ja noch was gut zu machen. Ich habe näher einmal gedodged, indem ich die Katze doch reingeholt habe. Wir beschlossen, mit der Taschenlampe nachzusehen, was da auf uns lauert. Es war ein Hund. Der arme Kerl war ganz erschöpft, also haben wir ihn für die Nacht bei uns aufgenommen. Am nächsten Morgen haben wir ihn wieder rausgelassen. Er ist noch nicht zurückgekommen. Hoffentlich sehen wir ihn bald wieder. Ich sag mal ja. Riesige Horrorfilmmusik, ne? Ja. Solange wir essen und trinken. Ich hab mir die Originalmusik im Hintergrund angemacht. Okay. Solange wir essen und trinken haben, können wir hier unten bleiben, aber irgendwann müssen wir raus. Es wäre gut, direkt in Sicherheit zu gelangen, anstatt noch mehr Probleme zu geraten. Wenn das in dieser Situation überhaupt möglich ist. Wir hoffen, dass unsere tapferen Soldaten zu unserer Rettung kommen und uns zu einem gut versteckten, gut ausgestatteten Regierungsbunker bringen. Timmy hatte Comics über solche Bunker, also muss es sie wirklich geben. Wir müssen nur mit dem Militär Kontakt aufnehmen. Ja, natürlich machen wir das, ne? Klar. Das machen wir. Unsere Hauptstoryline. Ja. Weil wahrscheinlich, man weiß es nicht. Das kann sich aber nochmal zugunsten des Hundes ändern. Und Hill Valley hat ja auch nochmal ihren Hut in den Ring geschmissen. Stimmt. Großartige Neuigkeiten. Die Regierung hat über Radio gesendet, dass sie in unserer Gegend bald die Überlebenden evakuieren. Der Sprecher hat alle Zuhörer aufgefordert, noch etwas auszuhalten, ein paar Tage auf weitere Informationen zu warten. Bald sind wir hier weg. Wollen die das sagen? Ted muss was futtern und trinken. Beides. Oh, oh. Wir sind schon eine Weile hier unten und wissen nicht, was da oben los ist. Wenn wir nur ein paar Notfalldurchsagen im Radio hören könnten, um ein paar Infos zu bekommen. Ja. Ja. Machen wir an, ne? Safe. Gleich kommen wieder die großen Entscheidungen. Ich sage, jetzt ist die Strahlung weg. Wir konnten ein schwaches Signal empfangen und die Notfalldurchsagen der Regierung abhören. Es gibt großartige Neuigkeiten. Die Strahlung draußen ist fast völlig verschwunden. Ist Mary Jane jetzt krank oder nicht? Ich glaube, sie könnte noch krank sein. Weil als sie aufgebrochen ist, war die Strahlung noch. Das glaube ich auch. Aber das ist ja mal interessant zu sehen, ne, was jetzt passiert. Mhm. Hier ist alles gut, außer Timbo, ne? Der muss was trinken. Der ist echt aus dem Rhythmus. Hört ihr das? Klingt, als würden über unseren Köpfen Tiere durch unseren ehemaligen Garten stampfen. Damit werden wir sie nicht durchkommen lassen. Das ist die perfekte Gelegenheit, um frische Nahrung zu beschaffen. Wer soll auf die Jagd gehen? Ja, eigentlich würde ich ja sagen Ted, aber in dem Fall Timbo. Ich würde ja einfach sagen skippen. Weil ich glaube, da kann einer sterben von. Ich würde Timbo schicken. Okay. Also ich meine, da kann einer sterben von, weil das Riesenviecher sind. Aber Chat entscheidet. Oh. Aaron wäre für Skippen, ich wäre auch für Skippen. Askat ist für Timmy, du bist für Timmy. 2-2. Weil ich meine, da habe ich einen schon mal verloren. Jetzt wird's spannend. Mal gucken, ob noch jemand sich äußert. Sollen wir rausgehen und Tiere jagen? Also weiß ich nicht. Ich bin dafür. Oh, Arkman sagt auch Timmy. Ihr wollt alle Timmy opfern? 3-2 steht's. Ja. Weiß nicht, ob Olli und Arkman, aber die sind wahrscheinlich irgendwo in-game. Also schicken wir Timmy, ja? Wir schicken Timbo. Oh, Aras hat sein Dings. Weg mit dem Dreck, sagt er. Timmy ist unser Laufbursche, alles klar. Goodbye, Timmy.
Junge, das ist der, der am meisten sammelt und den opfern wir jetzt. Oh, er lebt. Er lebt. Easy. Okay, zu blöd, dass wir uns nie als Scharfschützen ausprobiert haben. Jeder Schuss auf diese Tiere, die aussahen wie zweiköpfige Kühe, ging daneben. Oh, Brahmins. Hoffentlich treffen wir das nächste Mal ins Ziel. Okay, ich nehme alles zurück, dann ist es nicht immer so, dass der umkommt. Aber ich habe damit immer Pech gehabt. Oh. Nichts ist überraschender, als wenn es an die Tür eines Atombunkers klopft. Wer könnte das sein? Sollen wir der Sache auf den Grund gehen und damit unser Leben aufs Spiel setzen? Klingt nach einer guten Idee. Sollen wir die Tür öffnen? So, ja oder nein? Also ich bin für ja. Also Fakt ist ja, Rettung ist es eh nicht. Nö, aber ich bin für ja. Mach mal einfach mal auf. Aaron sagt nee. Asgard sagt nein. Ich sage auch nein. 3-1, Herr Besetze. Lucien sagt ja. 2-3. Also, guck mal, was kommt denn? Letztendlich werden doch alle verstrahlt. Vielleicht kriegen wir was geschenkt, aber die Strahlung ist doch nicht mehr da. Arkman sagt ja, Aras sagt ja. Ja, dann ist ja, jetzt hat ja gewonnen. Jetzt sind wir 4-3, ja. Alter, ey, ihr seid doch nicht ganz knusper, seid ihr auch nicht ganz knusper. Oh, auf dem Puff. Jetzt wird Safe-Call jemand krank. Auf dem Puff. Das ist dumm. Oh, nee. Aber was haben wir denn gekriegt? Wir haben die Falltür geöffnet, aber da war niemand. Dieses verfluchte Witzbeutespiel selbst nach der... Ja, toll. Da denkst du, hier geht's um Leben und Tod, ne? Und ist einfach gar nichts, ey. Wenn das mal Streiche spielt, ja. Okay. Timmy hat es nicht erwähnt, aber er hat sich die Hand an einem Kabel oder irgendeinem Stück rostigen Metall aufgekratzt. Die Wunde sieht hässlich aus und wir müssen etwas dagegen unternehmen. Eine Axt? Ja, nehmen wir, ne? Oder? Ja klar, pullen wir ein bisschen mit in der Wunde mit rum. Also ich glaube, da hat jetzt auch keiner was dagegen. Das ist ja wie ein Medikit, sag ich jetzt mal. Ja, ist das so, dass das immer klappt? Aber gut, skippen wäre ja noch schlimmer, ne? Ja, das klappt eigentlich immer. Dann nehmen wir die Axt, ja? Weil die erhitzen jetzt die Axt und brennen die Wunde jetzt so aus. Na gut, da brauchen wir, glaube ich, nicht abstimmen, ne? Das ist, glaube ich, ziemlich eindeutig dann. Oh, sie ist wieder da. Oh. Oh, sie hat eine Karte mitgebracht. Yo! Timmy scheint es viel besser zu gehen. Also der ist safe. Wir haben die Karte wieder. Und eine Suppe. Und zwei Wasser. Und eine Gasmaske. Aua. Und die Karte. Alter, Mary Jane ist eine richtige Kampfmaschine. Richtig stark. Richtig stark. Jetzt haben wir ja alles. Weil die Gasmaske brauchst du manchmal mit den Soldaten auch noch. Ja, oder zum Waschen halt, ne? Sauber. Wir brauchen eigentlich nur wieder ein bisschen Wasser. Ja, wie immer, ne? Aber wir können ja Timbo jetzt wieder rausschicken, ne? Ja, hau den raus, den Bengel. Ah, Timmy darf noch nicht. Ja, Mary Jane, gut gemacht, ne? Aber wollen wir Dolores rausschicken? Ja, hau die Mutti jetzt so raus. Jetzt ja, oder? Ja, klar. Wir müssen sammeln. Das Kratzen an der Tür konnte nur eins bedeuten. Unser Hund war zurück. Wir rannten zur Tür, ohne auch nur daran zu denken, dass es genauso gut eine mutierte Bestie sein könnte. Aber wir hatten Glück. Unser vierbeiniger Freund sah wirklich müde und hungrig aus. Sollen wir ihn füttern? Ja, also jetzt haben wir ihn, jetzt müssen wir auch füttern. Ihr wolltet den Hund behalten, jetzt füttern wir ihn auch. Dann füttern wir ihn auch, ne? Ohne nachzudenken. Ja, ganz klar. Ich meine, die haben sich dafür entschieden. Aras, hallo. Jetzt hat Aras das dritte Bild. Der Hund war in kürzester Zeit wieder putzmunter. Keine Ahnung, was sie in diese Suppen schmeißen, aber sie ist einfach klasse. Wir fanden, der Hund sollte einen Namen haben und dass Pancake am besten zu ihm passt. Kenn ich noch jemanden? Komm her, Pancake. So ein braver Junge. Pancake blieb eine Weile bei uns im Bunker, aber am nächsten Morgen war er wieder weg. Kommt garantiert bald wieder und ich sag mal ja. Tschüss, Pancake. Oh, Timber braucht alles. Sie hat Hunger. Futtern. Also, wir haben gesagt, Dolores raus. Jetzt ist jetzt doch könnten wir, jetzt können wir Timbo aber auch wieder schicken. Oh ja, wir dürfen Timbo schicken, aber in welcher Verfassung ist er? Der sieht gut aus. Und frag ihn doch mal zurück. Sieht man nicht, das sieht man nur davor dann. Dann geh mit dem Zeiger über ihn rüber, dann siehst du es. Nein, links, wo er sitzt. Nee, aber ich meine, da steht doch dann immer, ist stark genug, um zu überleben oder ob das eine gute Idee ist. Weißt du, was ich meine? Immer einen Tag vorher steht das doch da hinter den Leuten. Ach so. Nein, dann schickt trotzdem Dolores. Obwohl, warte, Aaron schreibt, Aaron Timbo sagt, soll. Tim soll weg. Ja, ich hätte jetzt ja fast auch Tim genommen, oder? Ja, dann machen wir jetzt eine Abstimmung. Also bis jetzt zwei für Tim. Zwei sagen Tim schicken. Ja, weiß nicht. Also könnt ihr entscheiden. Tim oder Dolores ist ja nur. Also Ted auf keinen Fall.
Das könnt ihr sagen. Oskar sagt auch Timmy. Ich wollte ich auch sagen. Timbo, sagt Lucian. Ja, dann raus. Dann geht Timbo raus. Ohne alles, ja? Ja. Und Mary Jane ist übrigens nicht krank geworden. Oh, boah. Ja, haben wir ja auch nochmal. Müssen wir auch mal festhalten. Oh, die ist auch, der geht's auch wieder gut, Mary Jane. Also, ja, die ist nicht mehr erschöpft. Ja, stimmt. So, Timbo muss. Ja, hab ich gelesen, Nick. Hungrig, Dehydrierung. Heute besucht uns ein junger Mann, der in Sorge um seine Zwillingsschwester ist, die vor kurzem in einem Räuberlager verschwunden ist, in dem sie an die Pläne der neuen Räuberfestung zu gelangen versuchte. Er scheint uns vollkommen vertraut und ist sehr freundlich, aber offensichtlich besorgt. Er fragt, ob wir ihm in dieser Situation der Not helfen würden. Wenn wir Erfolg hätten, würden uns wirklich gute Dinge widerfahren. Ja gut, das ist ja wieder der nächste Handlungsstrang. Von den, Was für doch, von den Zwillinge, die Zwillinge. Das ist ja wieder der nächste Handlungsstrang. Weil, naja, dann würde ich den aber machen, oder? Weil wenn es eins weitergeht mit den Zwillingen, mit dem Dorf. Dann haben wir 4 oder 5 Stück offen. Wir haben die Soldaten, wir haben Hill Valley, wir haben den Hund. Und das noch wäre der 4. Na gut, dann nee. Dann skip. Dann würde ich auch skippen. Skip. Aaron sagt auch, nee, dreimal skip. Ja, sagt ihr mal, Chat soll mal sagen, ob skippen oder noch den nächsten Handlungsstrang aufmachen. Aber es verzögert ja alles nur, weißt du, was ich meine? Ja. Wir haben ja 2 gute mit dem Hund und mit den Soldaten. Und dieses Hill Valley-Kram, das juckt eh keine Sau. Asgard sagt auch skippen. Aaron sagt, nee. Also ich würde es auch skippen einfach, weil, guck mal, was soll denn da alles da abwechselnd kommen? Ja, dann skip den Aal. Ja. Wir sind ja beim Hund schon auf Stufe 2. Ja, Olli sagt auch Skip. Ja, das ist besser so. Jo. Ja, tut uns natürlich auch leid für die Jungs und Mädels da, aber wir müssen auch an uns denken, ne? Hungrig. Auf unserer letzten Expedition bemerkten wir einen herrenlosen Panzer allein auf weiter nächste Ding. Auf weiter Flur. Er sieht beschädigt aus, könnte aber nützliche Sachen enthalten. Sollen wir jemanden rausschicken, um ihn näher anzuschauen, den Panzer? Ich bin für nein, weil als ich das mal gemacht habe, ist einer gestorben, weil das Ding explodiert ist. Ja, ich hatte die Mutter mal rausgeschickt, die ist in Luft geflogen. Ja, also ich bin für nein. Arkman sagt ja, also Arkman sagt jemanden schicken. Okay. Aaron sagt nein. Asgard 3, sagt 1, nein. 4-1. Also ich hab's auch einmal gemacht, die ist in Luft geflogen, war Feierabend. Aber es kann natürlich auch wahrscheinlich da irgendwie Wasser drin sein oder so, denke ich mal. Ne? Irgendwas kann ja auch drin sein, aber... Eigentlich ist es ja okay bisher. Na, 4 für Skip, einer für Ja bis jetzt. Also es kann halt alles, es kann Gutes drin sein, es kann Scheiße drin sein, aber man kann auch halt verrecken, ist die Sache. Ja, du kannst halt einen auch komplett um die Ecke bringen damit. Ja. Fortnite Gamer sagt auch nee, also Nick sagt auch nee. Na, ich glaube, dann sind wir bei nein, ne? Ja. Ja, wir sind bei nee. Okay, skippen wir. Ist besser so. Also, dass da 10 Wasser drin sind, ist sowieso Quatsch. Da ist immer nur ein so ein Ding, irgendwas ist da drin. Momentan sind sie alle noch fit und alles ist so gut. Wir entschieden uns gegen die Untersuchung des Panzers, genau. Dehydrierung. Naja, Also jetzt kommt eine Händlerin. Kinder sind das. Früher verkauften sie Keks, aber jetzt haben sie ihr Sortiment erweitert. Ja, was willst du machen? Sag, du hast die gleiche Idee wie ich. Ich würde die Axt nehmen. Ja, ich hätte Mundharmonika oder Axt halt einfach genommen, wegen Verteidigung vor den Räubern. Genau, aber ich hätte deswegen die Axt genommen, weil die kann man entweder A, vielleicht noch fürs Militär nehmen oder B, wenn eine Wunde noch zum Ausbrennen ist. Wir können ja aber festhalten, wenn wir die Munition rausgeben, verlieren wir einmal Verteidigung, kriegen die Axt einmal mehr. Wenn wir das Kartenspiel rausgeben, verlieren wir nicht einmal Verteidigung, kriegen aber die Mundharmonika für einmal Verteidigung mehr oder zweimal. Ja, und was ist, wenn wir die Axt brauchen, weil das Militär sagt, hau die Bäume um? Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Aaron sagt Axt. Ich bin halt auch für Axt. Weil die Axt halt statistisch gesehen mehr mögliche Szenarien abdeckt als jetzt die Mundharmonika. Ich hab's jetzt nur an Verteidigung gedacht und da hätten wir ein oder zweimal mehr mit der Mundharmonika. Aber gut. Axt oder, ja, Axt sagt Aaron. Nick sagt Axt. Ja, stimmt schon. Es kann ja nämlich sein, weil das Militär sagt ja mal, holzt mal ein paar Bäume um. Deswegen. Ne, kommt ja manchmal auch. Arkman sagt Kartenspiel, Asgard sagt Axt, dann nehmen wir die Axt, ja. Ja. Also ich hänge jetzt nicht so stark an dem Kartenspiel, das auch nicht.
Ja, aber das Kartenspiel brauchen wir vielleicht auch fürs Militär. Genau, das stimmt. Da hast du recht, weil da ist ja manchmal musst du ja markieren, ne? Yep. Okay. Hunger? Hunger? Hunger. Ansonsten oh, Timbo muss. Ja. Wir konnten eine weitere Nachricht der Regierung empfangen. Sie fordern alle Überlebenden auf, sich zu einem bestimmten Ort in der Umgebung zu begeben und ein Zeichen zu hinterlassen, dass noch jemand in der Nähe am Leben ist. Das Problem ist, sie haben uns geografische Koordinaten gegeben. Deshalb brauchen wir eine Karte, um herauszufinden, wo wir hin sollen. Sonst bringt sie uns gar nichts. Machen wir natürlich, ne? Ober. Timmy raus, sagt Asgard. Timmy muss erstmal wieder zurückkommen hier. Der Timmy muss es langsam mal liefern, der Mann. Also ein kurzer Blick auf die Karte hat uns alle nötigen Infos verschafft. Wir haben ihnen eine Flaschenpost hinterlassen. So, sind wir schon mal einen Schritt weiter. Oh, Dehydrierung. Oh, Wasser wird knapp. Ein heruntergekommen wirkender Händler besuchte uns und hatte einen ebenso lottrigen Sack über die Schulter geworfen. Er macht uns ein einfaches, einmaliges Angebot. Für eine Dosensuppe würden wir den Sack und seinen Inhalt bekommen. Wir können nicht sehen, was drinsteckt, und der Händler wirft uns böse Blicke zu, wenn wir versuchen, uns dem mysteriösen Sack zu nähern. Sollen wir den Handel eingehen? Ihr wisst alle, was die Antwort ist. Nein. Ne? Da ist ja die Katze drin. Aber wir haben ja schon den Hund und wir dürfen uns mit dem Hund nicht verscherzen und müssen sowieso Dosensuppen sammeln. Wenn wir jetzt noch keinen richtigen Handlungsstrang hätten, hätte ich gesagt, das kann man machen. Weil ich bin mal mit der Katze rausgekommen. Echt? Ja, da kommst du in den Regierungsbunker. Oh nein. Aber das skippen wir jetzt mal, da brauchen wir, glaube ich, nicht groß abstimmen. Der muss er jetzt mal wiederkommen. Ey, der hat jetzt noch einen Tag, sonst war's das. Ja. Er muss wirklich, ey. Als wir das Bellen hörten, waren wir sofort an der Tür. Diesmal lagen wir richtig. Es war Pancake. Er war wieder da, aber er wollte nicht reinkommen. Stattdessen schien er uns unbedingt irgendwo hinführen zu wollen. Sollten wir etwas mitnehmen, bevor wir uns nach draußen wagen? Also Karte haben wir jetzt schon einmal benutzt, oder? Kann es sein, dass wir die nochmal brauchen? Naja, wir können eins von den dreien mitnehmen. Ich würde ja, wenn die Knifte mitnehmen. Können wir auch mitnehmen, aber kann sein, dass wir uns auf der Karte was markieren müssen. Ja, aber der Hund zeigt es uns doch. Der läuft doch schon dahin. Na, zum Merken. Also ich würde einfach immer erstmal Verteidigung oder Sicherheit erstmal am wichtigsten sehen, oder? Weil falls da irgendwer kommt oder so, dann können wir den abnieten. Ja, können wir auch machen. Also, ja, von mir aus. Ich weiß nicht, was sagt denn der Chat? Chat, was sagt ihr? Fortnite Gamer sagt Sicherheit. Ja, meine Überlegung ist halt einfach, die Waffe mit rausnehmen, weil wenn was passiert, dann können wir uns verteidigen. Ja, sagt er. Was? So. Ja, Waffe mitnehmen oder ja, Karte mitnehmen? Nee, ja, Waffe wahrscheinlich. Also. Ja, mach mal so, ne? Pack die Knifte ein. Nimm das Gewehr, sagt Asgard auch. Das Gewehr. Okay, nehmen wir das Gewehr mit. Timmy ist wieder da. Oh, komm, Timo. Oh, kein Wasser. Das war's. Direkt jetzt nochmal einen schicken. Wie heißt es doch so schön, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Das Gewehr sollte auf dem Trip ins Ungewisse genau die richtige Dosis Schutz bieten. Wir hatten nicht damit gerechnet, auf schießwütige Leute zu treffen, die grundlos das Feuer öffnen. Oh. Die Schüsse waren zu viel für Pancake und er rennte panisch davon. Wir haben es sicher zurück in den Bunker geschafft, aber Pancake ist noch nicht wieder aufgetaucht. Na, eine Suppe hat er mitgenommen. Timbo? Nur eine Suppe? Ja, das war's. Das ist ein Spaß. Wir sind her, das war's. Dehydrierung. Dann schickt Mary Jane nochmal. Unverletzt hat er sich auch. Ja, krank ist er. Krank ist er, ja. Also Mary Jane nach draußen, ne? Ja, da die fühlt sich fantastisch. Ja, eigentlich, ne? Ja. Das meinte ich übrigens damit, dass du hier gucken kannst, wie hoch die Chance ist, dass die überleben, ne? Ach so, ja. Heute begegneten wir einigen Menschen, die aussahen, als hätten sie sich zu Halloween als Erste verkleidet und wollten Wasser haben. Wir haben gar kein Wasser mehr. Also können wir das direkt skippen. Oh. Eieiei. Er braucht Hunger. Wollen wir Timmy direkt frecken lassen? Ja, also den jetzt noch durchfüttern mit dem paar Suppen bringt nichts. Nee, sag ich auch. Also lassen wir Timbo erstmal, ne? Ja. Wir lassen los. Mach's gut, Timbo.
die heutige Expedition. Mary Jane raus. Ne? Ja. Ja. Mal gucken, ob der Hund wiederkommt, aber ich denke mal ja. Eigentlich schon, oder? Als ob der jetzt tot ist. Ich glaube auch nicht, er ist halt nur weggelaufen, ne? Tempo war egal, haben wir gesagt. Eines der Regale im Bunker hat ein wenig gewackelt und wir haben es daher zur Entsorgung rausgerissen. Dabei fanden wir eine geheime Tür. Wo führt sie hin? Wir wissen es nicht, aber finden wir es heraus. Oh, ich würde die Lampe nehmen, weil die Chance besteht, dass wir da drin was, eine Dose oder was zu trinken finden. Ja, aber die Waffe sollen wir nicht nehmen. Nee, weil dann knallt er halt einfach nur da rein. Okay, was sagt der Chat? Lampe oder Waffe? Ich wäre für Lampe, Jungs. Ja, okay, wenn du da sicher bist. Eigentlich schon. Ja, was soll da auch drin sein? Da kann ja nichts Lebendes drin sein. Lampe, Lampe. Ah, Kati schreibt auch Lampe. Ja, ja, ja. Fortnite Gamer Lampe. Ja, ich denke dann. Ja, dann nehmen wir mal die Lampe. Ja. Ja. Bitte, 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 was Gutes. Oh. Gar nichts, oder was? Gar nichts. Wir haben jede Ecke des Raums abgesucht, nichts gefunden. Ey. Ja, ist eh egal. Timbo geht jetzt eh bald drauf. Diese schreckliche Stille wird langweilig und wie jede glückliche Bilderbuchfamilie haben wir nicht sonderlich viel Gesprächsstoff. Können wir das irgendwie ändern? Nehmen wir das Radio logischerweise, ne? Safe. Ja, das kann man auch so machen. Ich glaube, Timbo könnte jetzt schon tot sein. Jetzt schon? Glaube ich nicht. Er ist abgehauen. Oder so. Okay, alles klar. Tschüss, Timbo. Ach, Gott sei Dank haben wir das Radio mitgenommen. Wahrscheinlich können wir etwas Musik hören. So etwas gibt es da draußen doch noch, oder? Also nix, hat nichts gebracht. Timmy ist abgehauen. Timbo ist abgehauen, aber das ist gut so. Oh, so. Jetzt mit, ja, wir haben noch eine Portion Wasser. Gib ihr was zu essen. Okay. Ich glaube, damit kannst du das ein bisschen strecken, noch ganz kurz so. Heute klopfte ein junger Mann an unsere Falltür und bat um Hilfe. Er sagte, er beobachte uns schon eine Weile und halte uns für gute, anständige Menschen. Auch wenn er uns gern unter anderen Umständen kennengelernt hätte, könne er gerade dringend unsere Hilfe gebrauchen. Er will seine Schwester befreien, die beim Versuch verschwunden ist, das Räuberlager zu infiltrieren. Wieder die. Würde ich auch Dolores schicken, weil die ist dehydriert und dann ist sie wenigstens so unterwegs und kommt noch einmal wieder. Also würde ich jetzt mal behaupten. Also ich würde einfach gar keinen, ich würde das gar nicht aufmachen. Das ist doch wieder der Handlungsstrang mit den Zwillingen. So, ah ja, stimmt. Ne, das ist ja wieder der. Also ich würde das skippen. Ich weiß nicht, was die anderen sagen, aber das würde ich einfach durchskippen, weil was sollen wir damit? Weil jetzt, also ich sag mal, wenn wir jetzt eine Chance hätten, dass die uns dann gleich was geben, irgendwie ein paar Wasser oder so, aber ich glaube, da gibt's nichts. Die bedanken sich einfach und dann war's das. Undankbares Pack. Aaron schreibt nee, Fortnite Gamer nee, Kati schreibt auch skip. Du sagst nee. Ja, skip mal die ganze Aktion. Ja. So, Mary Jane, langsam musste. Wir haben nicht viel Platz hier unten und wir riechen alles. Als sich heute einer der Ziegel aus der Wand gelöst hat und eine schmale Öffnung hinterließ, wurde uns ziemlich schlecht. Wegen dem Geruch, der aus diesem Loch dringt. Er ist grässlich. Sollen wir uns das anschauen und die Ursache für diesen Gestank beseitigen? Ihr wisst, was letztes Mal passiert ist. Ja, von nein. Ja. Letztes Mal ist das Radio kaputt gegangen. Olli ist in 15 Minuten wieder da. Sauber, Olli. Bis dahin sind wir schon verreckt. Aber Olli. Nee, letztes Mal, das haben wir genau so gemacht, haben alle ja gesagt. Und was war am Ende des Tages? Radio ist kaputt gegangen. Ja. Genau. Ja, aber ganz großes Nein, ne? Aber sag nicht, jetzt wird irgendjemand krank oder so. Ah. Oh, Dolores ist tot. Hä? Was hab ich was übersehen gerade? Nee, Dolores ist tot. Achso, der Dehydrierung war. Ja, ich wollte gerade sagen, stimmt. So, Ted. Wenn jetzt Mary Jane nicht zurückkommt. Unsere Situation verschlimmert sich von Tag zu Tag. Hunger und Verzweiflung stehen jedem hier ins Gesicht geschrieben. Wir wissen, dass ein Lehrer von hier einige Kinder gerettet hat, als die Bombe fiel. Wir wissen außerdem, welche Vorräte in der Schule liegen, da wir als Teil der Gemeinde geholfen haben, sie dort für den Notfall zu deponieren. Theoretisch gehören sie also uns, oder? Sollten wir sie uns in dieser Stunde der Not zurückholen? Ja. Ich glaube, da brauchen wir nicht diskutieren großartig, was wir da machen. Raub die Kinder aus! Raub die Kinder aus! Ne, wir haben ja keine Chance. Wir müssen ja. Also, ja, es ist wirklich auf Messerschneide hier. Wir müssen. Ja. Ja, guck mal hier, Aaron, ganz dickes Ja. Ja, uns bleibt nichts anderes übrig.
Jetzt nochmal 5 Wasser her. Oh, Dings wieder da, Mary Jane's wieder da. Sie ist aber krank. Die ist verletzt hier. Die können wir auch noch opfern, notfalls. 4-mal Wasser. Brauchen nur noch Suppe. Mary Jane hat noch 2 Wasser mitgebracht. Ja, jetzt brauchen wir wieder Suppe. Das ist gut. Aber du kannst mit Wasser überleben. Wollen wir denen schon mal so Wasser geben oder nee, erstmal nicht, ne? Erstmal ja nicht. Hungrig. Aber sobald die Hunger haben, kannst du die erstmal mit Wasser die ganze Zeit am Leben halten. Das ist richtig geil. Jetzt ist die Frage, shiften wir das jetzt, weil Mary Jane noch nicht rausging? Aber die ist ja krank. Wird die, ist die. Kann krank nicht rausgehen. Wir können nur Ted schicken, wenn. Oh, ist der Mary Jane wird gesund. Wir können halt noch auf den Händler warten. Ja, das ist die Frage, ne? Das ist halt nur unser Glück. Wenn ein Händler vorbeikommt und sagt, yo, hier, gibt mir keine Ahnung für die Karte oder das Buch, gebe ich euch ein paar Suppen oder ein Medikit, dann geht das. Also Fakt ist, Aaron fordert Ted, aber wenn wir Ted rausschicken und er kommt nicht mehr wieder, ist das Spiel, ist Game Over. Ist vorbei. Ja, dann ist Ende. Dann haben wir komplett verloren. Und wir haben noch ein paar Tage, weil Essen brauchen sie ja nicht so oft. Ich würde es einfach skippen und hoffen, dass Mary Jane wieder fit wird. Einmal reinschiften. Glaube ich auch, ja, machen wir auch. Wir hatten schon befürchtet, dass diese Armee sich nicht mehr bei uns meldet. Oh, Goldie, jetzt wird's eng. Aber sie hat schließlich getan. Die nächste Übertragung war voller Evakuierungsversprechen, aber am Ende stand ein großes Wenn. Der Sprecher forderte alle Gruppen von Überlebenden auf, sich ihrer Schusswaffen vor der Rettung zu entledigen. Wir wissen nicht, was der Grund dafür ist, aber es geht gegen unsere Rechte. Andererseits, gibt es überhaupt noch Recht und Gesetz oder ist hier jeder auf sich allein gestellt? Ja, machen wir auf jeden Fall. Ja. Müssen wir machen, weil sonst werden wir nicht gerettet. Genau. Also Knifte also, abgeben, Junge. Ja, wir müssen unser Gewehr abgeben, safe. Und jetzt kann es in ein paar Tagen schon soweit sein, dass wir es schaffen. Puh. Dehydrierung. Hunger. Mary Jane darf noch nicht. Also skippen wir nochmal, ja? Wir haben ja noch eine Portion Suppe für beide noch. Wir haben ja noch eine halbe Suppendings da über, ne? Ja, noch haben wir. Ne, das können wir skippen einmal. Bevor sich die Welt in ein menschenfeindliches, totes Ödland verwandelte, waren wir mit fast jedem in der Stadt befreundet. Auch mit dem alten Jim, der oft durch unsere Straßen schlurfte und jedes Mal grüßte. Als wir ihn einmal besuchen wollten, gab er uns eine Adresse, die uns zum Park führte. Was für ein Spaßvogel. Offenbar hat er die Detonation überlebt. Er steht nämlich jetzt an der Falltür und fragt, ob wir einen Stein kaufen wollen. Aras, man gewinnt dann, wenn man gerettet wird. Das ist dann ein Ereignis. Man kann durch verschiedene Sachen gewinnen und aus dem Bunker kommen. Ich habe keine Ahnung, was uns dieser Stein bringen soll, ehrlich gesagt, immer. Ja, vielleicht also, Glück. Das sagst du jedes Mal, aber bewiesen ist es auch nicht. Das ist nur eine Annahme, ne? Ja, aber am Ende des Tages haben wir doch gar keinen Nachteil. Wir geben dem doch nichts, oder? Ich weiß ja nicht, mit was wir bezahlen, ist die Sache. Ja, dann würde doch da eine Suppe stehen zum Beispiel, wenn wir auf die Suppe klicken können. Ja, dann gib ihn. Stein, sagt Fortnite Gamer auch. Ich wäre auch für Stein, weil hier steht nichts, was wir ihm bezahlen müssen. Steini her. Alles klar, dann machen wir das. Denn alle für den Kiesel. Und wenn jetzt ein Wasser fehlt, ist auch egal. Fehlt ein Wasser, glaube ich sogar, ne? Nee, doch nicht. Der alte Jim war immer allen gegenüber liebenswürdig und freundlich, also haben wir natürlich die Falltür geöffnet. Er zwinkerte uns zu und sagte zu unserer Freude, dass der erste Stein gratis sei, siehste. Denn auch wenn man einen guten Stein immer gebrauchen kann, hätten wir wohl keine unserer Vorräte dafür eingetauscht, selbst wenn er, wie Jim behauptet, Glück bringt. Ja, okay, der bringt Glück. Okay, Mary Jane, straff dich. Nee, darf immer noch nicht raus. Nochmal skippen. Die kann nicht rausgehen, solange die krank ist. Doch, es geht. Hilfe? Ja, safe, das geht. Du kannst auch Kranke rausschicken, wenn sie sich dann erholen. Also nicht, wenn sie wieder gesund sind, sondern auch noch, wenn sie krank sind, tatsächlich. Es geht. Das geht mal das nochmal. Bei unserer täglichen Inventur ist uns aufgefallen, dass eine Dosensuppe fehlt. Wir sind uns absolut sicher, dass sie gestern noch da war. Das kann nur eins bedeuten. Es gibt hier einen Suppendieb. Jetzt müssen wir nur herausfinden, wer der Übeltäter ist. Skip. Ich wäre für einen Skip, weil wenn die sich jetzt gegenseitig beschuldigen und anbiefen, verletzt sich nachher noch Ted, weil die sich zoffen oder einer dreht durch. Also ja. Ich wäre für Skip. Ja, das ist eigentlich ein klarer Skip, ja, sage ich auch. Da brauchen wir auch nicht, glaube ich, nicht abstimmen, weil es gibt immer einen Nachteil, je nachdem, wen man auswählt. Ja. Wir werden einfach vergessen, was mit der kostbaren Suppe passiert ist. Genau. Hunger?
guck mal, es geht doch noch mit der Suppe. Es sind nur noch zwei Leute. Also Jane darf immer noch nicht. Aber sollte erst wieder zu Kräften kommen. Siehst du, der kann, die kann vielleicht nächstes Mal wieder raus. Skippen wir das wieder, ne? Ja. Weil Ted ist... Oh. Oh ja, oh. Für Karte. Heute wurden wir von einem seltsam aussehenden kleinen Mann besucht, der sich als Händler vorstellte. Ich würde gar nichts... Also, ja, Mary Jane könnten wir kitten, ne? Aber brauchen wir die Karte noch? Die brauchen wir nicht mehr, ne? Ich weiß es gerade tatsächlich nicht. Wir haben unsere Waffen abgegeben. Das nächste ist, dass die uns retten, mein Freund. Dann gib die Karte her, weil dann lieber das Medkit nehmen. Und dann Mary Jane kitten. Hat jemand einen anderen Vorschlag? Ich meine, die Karte kommt nicht mehr, weil die Soldaten, weil wir schon unser Gewehr abgegeben haben. Arkman schreibt auch Karte rein. Karte weg, auch von Aaron. Moment, bin gleich wieder da. Ah. Boah, dann gehen wir auch Karte weg. Asgard sagt auch Karte. Sagt auch Karte. Ja, das ist eindeutig. Cyrus, kannst du weghauen, das Ding. Wir nehmen das Medikit. Aaron will Mary kitten. Genau, und dann kitten wir die, ne? Ja. Ja, okay. Wirklich. Welch, also ist, glaube ich, die richtige Entscheidung, weil wir brauchen sie nicht mehr. Ach, so leer da hinten, ne, wenn die Karte fehlt. Ja, ganz komisch. So, wir kitten sie gleich, haben wir gesagt, ne? Jo. Macht alles andere, macht ja auch keinen Sinn. Sie ist danach dann gekittet, erst jetzt nach der Aktion, und dann schicken wir sie raus. Es könnte was werden jetzt. Tag 42, sage ich, kommen sie. Tag 42, ja. Tag 46. Könnte was werden. Siehst du, Mary Jane will rausgehen und sammeln. Da sind wir doch wieder. Leck die Alter. Auf dem Rückweg von unserer letzten Expedition haben wir einige Zeichnungen an einer halb zerstörten Mauer in der Nähe gefunden. Es war eine sehr primitive Karte unserer Stadt und ein Ort war mit einem X markiert. Vielleicht ist dort ein geheimer Suppenvorrat. Sollen wir hingehen und nachsehen? Das ist halt 50-50. Also in Anbetracht der momentanen Suppenlage... Ja, wir können sie halt verlieren. Sie kann auf eine Mine latschen, ne? Ja. Und dann haben wir sie umsonst gekittet. Also das ist... Also Aras schreibt raus, Asgard schreibt weg mit ihr, Arkman schreibt ja, jetzt mal ja für Mary Jane. Also die Jungs wollen die momentan rausschicken. Ehrlich? Also ich hätte es glaube ich nicht gemacht, aber können wir machen. Nur wenn wir die verlieren, dann können wir keinen mehr rausschicken. Aaron sagt auch ja, also das ist halt... Na okay. Also das ist... Goldi, Mehrheit entscheidet, wir sind gerade in Unterzahl. Das ist Hard Gambling jetzt, oh Gott, drückt euch. Okay, viel Spaß. Oh Gott, komm schon, bitte. Es hat nichts geknallt. Ja, da ist sie wieder, aber was war? Gar nichts, oder was? Ach, Munition hat sie gefunden. Ja, ohne Waffe schwierig. Aber gut, immerhin hat sie überlebt. Ja, alles gut. Hui. So, Mary Jane. Es geht raus. Mit gar nichts, ja? Ohne alles. Okay. Es müsste doch bald das Militär kommen, ey. Tag 46, wie gesagt. Ja, auch mal nicht die Knochen von der Mutti da wegräumen, ey. Ja, naja. Vielleicht kommt die nochmal. Ted hat Hunger. Ja. Ah, jetzt kriegen wir Wasser angeboten, ne? Ja, im Arsch, Alter. Also maximal vielleicht für die Munition, aber wir haben eigentlich noch genug Wasser. Ich denke, mit dem Wasser müssten wir eigentlich bis zum Ende auskommen. Wir haben den ganzen Schrank voll. Auf der anderen Seite, was wollen wir mit dem Spiel, also oder mit der Munition, wenn wir keine Waffe haben, ne? Stimmt. Entweder Spielbrett oder Munition. Arkman meint Muni. Ich sah, die Mutter kommt nochmal. Safe. Ich wäre auch für Munition. Wasser kannst du eh nie genug haben. Das ist doch so, oder? Ja, oder altes Schachbrett, weil vielleicht müssen sie sich nochmal waschen. Dann können wir die Munition nehmen. Ja, und Schachbrett wäre wieder, wenn sie durchdrehen. Ja, aber das Kartenspiel. Hm. Andererseits haben wir auch die Gasmaske zum Waschen, also es nimmt sich nichts. Also Munition. Munition. Ja. Der Wasserhall kommt. So, lieber Ted, was ist los? Hungrig, durstig. Oh. Dieses Räuberlager in der Nähe macht nur Ärger. Sie sind nicht nur bewaffnet, gefährlich, grausam und blutdurstig, sondern auch laut und widerlich. Wir akzeptieren, dass sie Spaß wollen, aber nicht auf Kosten unseres Schönheitsschlafs. Es muss etwas passieren.
Wollen wir dir zacken, oder was? Kann das auch hab ich ja noch gar nicht gehabt. Das habe ich doch noch gar nicht gehabt, oder? Weil ich hatte das schon mal. Also ich weiß aber nicht, ob es nach hinten losgehen kann. Weiß das jemand? Wenn man es gibt oder wenn man mit der... Hä? Dad, was sagt ihr? Hacken oder skippen? Lass die einfach. Asgard sagt skip. Kann das aber sein, dass wir dann ab da angegriffen werden, wenn wir sie jetzt nicht töten? Arkman sagt ja für Hacken. Arkman sagt für Hacken. Habe ich so verstanden mit ja. Ist ja die Frage, greifen die uns dann vielleicht öfters an, wenn wir sie jetzt nicht platt machen? Das kann nach hinten losgehen. Also ich weiß es auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich hatte das, glaube ich, noch nicht. Fortnite Gamer sagt, wahrscheinlich umbringen soll es heißen. Ja, sagen alle ja, aber boah, Alter, ich habe da gar keine Ahnung von. Ich weiß es nicht, Goldie. Ich weiß auch nicht, aber bis jetzt nehmen, ich, oder? Ich sehe halt ja. Ich sehe dreimal ja. Also zack, boom, kaputt machen, ja? Momentan so aus, ja. Okay, dann machen wir das. Ich, also... Ist schon mal weg? Die Axt haben wir verloren. Wir haben gewonnen. Diese Räuber hatten keine Chance. Wir überwältigten sie und vertrieben sie aus dem Lager. Wir sind ziemlich erschöpft, aber das war es wert. Okay, dann haben wir jetzt wahrscheinlich erstmal wieder bei den Expeditionen ein bisschen Ruhe, ne? Das letzte Geräusch, das wir in einem Atombunker erwartet hätten, ist eine Trompete. Der Musiker war eindeutig keiner und hat höchstwahrscheinlich noch nie zuvor einen Trompetenspieler gehört. Er kam mit einem Freund, der an die Falltür klopfte und verlangte, dass wir die fröhlichen Gefährten reinlassen, damit sie von den Reichen nehmen und den Armen geben können. Sollen wir sie reinlassen? Gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall, die ziehen uns alle da. Ja, die ziehen uns komplett auf links. Also da, die dürfen wir nicht reinlassen. Ne, ist so. Also nein, nicht reinlassen. Das geht safe nach hinten los. Naja, oder kommt vielleicht so Militär? Irgendeine Übertragung, ne? Wir haben nicht auf diese merkwürdigen Rufe reagiert, genau. Die letzte Meldung ist schon eine Weile her, aber heute haben wir wieder vom Militär gehört. Wir sollen eine Person schicken, um sich mit ihnen zu treffen. Klingt wie eine Vorsichtsmaßnahme oder eine Falle. Hoffentlich wissen wir, worauf wir uns da einlassen. Wen sollen wir schicken? Also ich sage, das müssen wir Safe Call machen. Das dürfen wir nicht skippen. Wir müssen jemanden hinschicken und dann bleibt nur Ted über. Ja. Ich meine, das war noch nie irgendeine Falle oder irgendwas. Nee, Ted schicken. Auf jeden Fall. Ja. Ja, sagt Aaron auch. Ne? Ja, ich glaube, das dürfen wir nicht skippen. Weg mit Ted. Naja, wenn Ted jetzt wirklich weg wäre, dann wäre vorbei. Tür ging? Eine Suppe immerhin, ne? Mensch, Mary Jane, sauber. Wir haben es rechtzeitig zum Treffen geschafft. Wir beantworteten die Fragen der Soldaten so gut wie möglich. Hoffentlich konnten wir ihre Erwartungen erfüllen und haben keinen schlechten Eindruck hinterlassen. Eine Zupp hat sie mitgebracht. Das reicht doch erstmal wieder, ist doch gut. Mary Jane darf nicht raus, Ted schicken wir nicht raus. Also skippen wir. Ja. Eine heruntergekommen wirkende Händler besucht uns, will uns die Katze verkaufen. Skipp ich direkt mal. Nix mit Scharikow heute. Sag mal, meinst du, der Hund ist jetzt wirklich weg? Der hat sich noch gar nicht mehr blicken lassen. Stimmt. Aber nee, kann ich mir nicht vorstellen. Also wenn, ist es eher das Militär, was uns hier rausholt. Nee, rausschicken wir keinen. Oh, die Langeweile und die Stille sind erdrückend. Zu schade, dass wir keinen Fernseher haben. Aber vielleicht könnten wir einige unserer Vorräte nehmen und so tun, als wären sie Requisiten bei einem Filmset. Nein. Dann geht was kaputt. Das geht ja auch nicht. Ja, auch. Meinst du, es geht was kaputt? Ich glaube, da kann mir was kaputt gehen. Ich habe es nie gemacht. Ich habe es wirklich noch nie gemacht. Aber ich denke mal, die da jetzt wie behindert durch den Bunker rennen und noch irgendwas kaputt hacken. Mm-mm. Ted und Mary Jane schienen enttäuscht, doch wir haben gerade Wichtigeres zu tun, als Theater zu spielen. Na eben. Wieder skippen. Oh. Was war das? Eine Ratte? Ratten sind für gewöhnlich kleiner als Katzen. Und zwei Schwänze? Dieses Vieh darf nicht an unsere Vorräte gelangen. Bitte klau uns, wenn du ein Wasser und nicht die Dose. Ich glaube, die Suppe ist weg. Bitte das Wasser. Bitte, du Kackvieh! Ja. Oh. Aber wir haben noch die Angefangenen, ne? Die Nagerbestie hat gesiegt und unsere Nahrung gestohlen. Nun ja, das Essen ist weg, aber immerhin haben wir noch einander, nicht wahr? Wir haben bloß Angst, dass sie zurückkommen könnte, um zu beenden, was sie begonnen hat.
So, ich habe gesagt, dass jetzt eine Portion haben wir noch. Ich habe gesagt, dass jetzt die Soldaten kommen am Tag 46 und die werden jetzt auch da sein, wenn du aufs Fragezeichen gehst. Nein, oh, wir haben ja gar nichts. Scheiße. Ey, war's das jetzt? Vielleicht, also die können auch reingehen und nur ein Wasser oder so mitnehmen, sie können es aber auch komplett nackig ziehen. Ist jetzt ist Zufall. Wir haben ja eh keine Chance. Ja, du kannst jetzt nur drücken und beten. Der Mini XXL Paluten kostet, glaube ich, 69,95. Oder 79,95. Ja, meinst du, das war's? Oder meinst du, wir leben noch einmal? Ich sag, wir leben noch. Warum ist der verdammte Achtarmige nicht vorbeigekommen? Achtarmige. Oh, noch nicht zu Ende. Oh, oh, wir haben Mary Jane mitgenommen. Die Feinde stürmten in unseren Bunker, aber sie schnappten sich nicht unsere Vorräte, sondern Mary Jane. Viel Spaß mit der. Okay. Ted, mein Freund. Also, ich würd Ted rausschicken einmal. Warum? Du skippst dann automatisch ein paar Tage. Ja, eben, aber wenn er tot ist, ist doch vorbei. Wir haben doch noch einmal Suppe, haben wir doch noch. Den können wir doch rausschicken, wenn wir wirklich sagen, es ist kurz vor knapp. Okay, dann aber kurz vor knapp. Ne, dann ja, aber... Aber dann skipp nochmal durch, wenn er jetzt nichts braucht. Nee, braucht auch nicht. Ne, weil wenn wir ihn jetzt rausschicken, dann ist... Und er weg ist, ist eh vorbei. Und vielleicht werden wir ja übermorgen gerettet schon. Jetzt kommt der Mann mit dem Wasserchip. Man sollte meinen, die Postapokalypse wäre eine Zeit des Friedens und der Ruhe. Und da kommt einer und will einen Wasserchip. Theoretisch könnten wir ihm Wasser geben. Und denn? Na gut, also... Naja, also Ted... Wir kriegen jetzt Wasser keine, wieder. Und Ted braucht auch keine... Vielleicht kriegen wir auch was anderes wieder. Na, dann gib ihm halt ein Wasser. Aber Ted braucht doch keine 6-7 Wasser mehr jetzt. Es geht doch jetzt hoppla toppel gleich. Mit dem Wasser können wir ihn aber am Leben erhalten, auch wenn wir kein Essen haben. Weil wenn er Hunger hat und wir ihm Wasser geben, überlebt er. Ist das so? Das weiß ich nicht. Das habe ich schon ausprobiert. Doch, doch, das geht. Du kannst ihn echt, wenn er auf Hunger ist, kannst du ihn mit Wasser am Leben halten. Also skippen, oder was? Fortnite Gamer sagt auch skip? Würdest du ehrlich gesagt skippen. Dann skippen wir's. Ich hätte einen Wasser hätte ich abgegeben. Haben geskippt. Hunger. Letzte Portion. Nochmal skippen. Wir haben uns schon fast an den Husten gewöhnt. Die Ventilatoren drehen sich nicht mehr. Anscheinend weht keine frische Luft mehr durch unseren Bunker. Wir müssen die Belüftung reparieren, bevor wir wie Ratten ersticken. Ja. Das Buch, ne? Ja, aber das, wir werden jetzt wahrscheinlich verletzt. Ja, Deutschland, Aras, ja. Asgard sagt schon, wir sind tot. Asgard sagt schon GG. Wir sind auf jeden Fall verletzt jetzt. Also Taschenlampe reinleuchten, kommen sie raus, Buch, besteht die Chance, dass wir es reparieren können. Also ich würde auch das Buch nehmen. Ich würde auch das Buch nehmen, weil das hat bisher eigentlich immer gut geklappt. Das Buch, die Chancen stehen aber nicht so gut. Oder bei 50-50, also Lampe ist aber 100% im Arsch. Mann, Alter, die müssen noch mal kommen jetzt langsam. Jetzt ist er auch noch krank. Lüftungswartung im Handbuch nachzuschlagen erschien uns eigentlich logisch. Immerhin steckt es voller Reparaturhinweise. Ein Kapitel zu Luftfilterungssystemen in Atombunkern hatte sicher auch. Bevor wir überhaupt nachsehen konnten, griff uns ein Schwarm wütender Mutanteninsekten an, Mann. Alter, GG. Ich würde ihn jetzt noch nicht rausschicken, halt, weil wie? Also er könnte, aber er ist ja krank. Aber siehst du, ne? Auch wenn man krank ist, kann man niemanden rausschicken. Ja, ja. Das gibt mal, ne? Oh, wieder Wasser nur. Okay, weiß ich nicht, wir haben genug Wasser, oder? Wir haben genug, es gibt. Jetzt gerade, ne? Gerade für eine Person, guck mal. Mann, ey. Jetzt wird er bestimmt Hunger haben. Jetzt schon, meinst du? Nee, noch nicht. Wo kommt diese grüne Pfütze her? Oh je, aus einem Rohr tritt grünes Zeug aus. Das ist schlecht, ganz schlecht. Wir müssen sofort etwas unternehmen und keiner hat einen Lappen eingepackt. Was sollen wir tun? Ich glaube, mit dem Buch behalten wir das Buch sogar. Kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht. Aber wenn, dann Buch, ne? Nimm das Buch, ich glaube, das behalten wir sogar. Ja, ja. Weil die Gasmaske, vielleicht brauchen wir sie noch, aber eigentlich nicht. Aber manchmal braucht man beim Militär die Gasmaske nochmal. Deswegen, Leute, also Chat, was sagt ihr? Aaron, habe ich schon gesehen, der hat Buch reingeschrieben. Das war vorhin noch, hat er noch. Ach so. Ich würde jetzt einfach sagen Buch. Ja, ich denke auch Buch, ne? Hm, ja, Fortnite Gamer schreibt Buch. Ja, ja. Würde ich auch, glaube ich, nehmen. Dann machen wir das doch, ne? Ja. Buch hier auch, ja.
Ja, wir haben es auch noch. Schön. Problem gelöst. Immer noch nicht Hunger? Dann skippen wir nochmal weiter. Plünderer an unserer Tür. Das war's, glaube ich, jetzt. Das kann es jetzt sein. Plünderer an unserer Tür. Das könnte es jetzt sein. Ich glaube, das ist ganz stark GG gerade. Wir können auch nichts auswählen. Wir müssen ja. Beten und drücken. Drücken und beten. Wir waren gar nicht... Ja, Ende. Junge, das wäre noch ein, zwei Tage, dann hätte das Militär sich doch wieder gemeldet. Dann wären wir doch raus gewesen. Ende Gelände. 52 Tage. Das war's. Dip, 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 dip. Ei. Warum so lange schwer? Schlaf nachts auf ein Badroom, Hase, Pep, trinke Whisky, kein Schwarzbus und Flasche Sekt und fick Deutschrap's Anus von A bis Z. Mein Penis ist hart wie kein BBB-Arschloch, klebriges Hasch, kein CBD-Glas. Problem wird gelöst auf P-Channel A, Darknet, Kilogramm, Text, DPD-Fahr.